Willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, zu Menschen, Technik, Wissenschaft, die Sendung, die mir Wissenschaft. Heute mit ganz speziellen Themen. MTW hat sich in den letzten Jahren immer wieder auch mit Grenzwissenschaften befasst. Wir schauen heute auf solche Themen zurück, zeigen Ihnen Ausschnitte aus MTW-Spezialsendungen, in denen wir die Grenzen der Wissenschaft ausgelotet haben und wollen wissen, was sich aus diesen Themen entwickelt hat. Wann gilt ein Versuch als wissenschaftlich? Das Experiment muss wiederholbar sein und unter identischen Bedingungen zum immer gleichen Ergebnis führen. Diese Bedingung erfüllt eigentlich auch der Wasserheiler Roland Plocher. Und trotzdem, seine Methode sprengt alle wissenschaftlichen Grenzen, wie der Besuch von Hans-Peter Sigrist im Tierpark beweist. Salz für tote Fische. Im Tierpark Del Hölzli präpariert der Tierpfleger das Futter für die Seehunde. Es ist ein Salz des Wasserheilers Plocher, das er den Fischen hinter die Kiemen löffelt. Kennt Stefan Steury die Zusammensetzung? Nein, das wissen wir auch nicht so genau. Wie gesagt, die Wirkung, aber was drin ist, wissen wir nicht. Das Plochersalz soll einen positiven Einfluss auf die Qualität des Wassers haben. Nach der Eröffnung der neuen Seehundeanlage entstanden schnell lästige Probleme. Algen bildeten sich und das Wasser wurde trüb. Die einfachste Lösung? Chemieeinsatz. Doch das wollten die Tierparkverantwortlichen um keinen Preis und riefen den Wasserheiler. Seit Jahren sorgt Roland Plocher in zahlreichen Zoos mit seinen Produkten für lebendiges Wasser. Und so funktioniert es. In einem Eimer Wasser rührt Tierpfleger Steury Quarzmehl an und verteilt dann die Lösung im Seehundebecken. In Del Hölzli herrscht Begeisterung. Heute haben wir rund ums Jahr glasklares Wasser, das man problemlos auf 4 Meter sieht. Die Besucher haben viel die bessere Möglichkeit, die Tiere zu beobachten. Und wir haben einen wesentlich kleineren Pflegeaufwand für die Anlage. 2001 traf MTW den geheimnisumwitterten Wasserheiler im Tierpark Goldau. Roland Plocher aus Meersburg am Bodensee sorgt hier für einen völlig anderen Umgang mit Wasser. Was ist anders? Die Qualität. Aber die Qualität, die kann man eben mit der herkömmlichen Messmethode nicht nachweisen. Pulver statt Wasserfilter, Plocherwissen statt Hightech. Was hier der Tierinspektor dem Bach zuführt, würde der Chemiker als natürliches Quarzmehl analysieren. Für Plocher aber ist diese Substanz ein Medium für eine Botschaft, die selbstreinigende Kräfte in Gang setzt. Der Tierparkdirektor ist damals wie heute restlos überzeugt von der Wirkung. Uns kostet das viel weniger Energie, es kostet uns viel weniger Wasser, es kostet uns viel weniger Arbeit. Also wir sind durchaus zufrieden. Nicht nur bei den Steinböcken hat Plocher gewirkt, seine Arbeit umfasst in Goldau den gesamten Wasserbereich und macht teure Wasserreinigungsinfrastruktur überflüssig. Heilendes Quarzmehl ist das eine, geheimnisumwitterte Zylinder die Ergänzung. Umrissmäßig im Weiher zu erahnen, Plochers Biokatalysator. Auch hier hat sich die Wasserqualität verbessert. Doch es bleibt die Frage, wie funktioniert denn das? Das ist praktisch nochmal ein Impulsgeber zur gezielten Abbau von belastenden Stoffen, also von organischer Substanz, dass wir die Alge nicht brauchen, dass das Wasser so seine natürliche Klarheit bekommt. Muss ein Supergerät sein, dachten wir damals 2001 und machten uns in Bern auf die Suche. Wir hörten, dass auch im Untergrund des Bärengrabens ein solches Objekt das Wasser aufbereitet. Man zeigte uns diesen Zylinder aus Edelstahl, doch das Innenleben blieb verborgen, sowohl für die Mitarbeiter des Bärengrabens als auch für unsere Kamera. Plochers Betrieb in Meersburg. Hier werden Trägersubstanzen, aber auch Folien für die Biokatalysatoren informiert. Plocher vergleicht das gerne mit dem Bespielen eines Tonträgers. Erneut fragen wir nach dieser geheimnisvollen Information. Für mich gibt es eine Energie, wo das Lebendige steuert. Und durch den Aufbau von dem System wird diese uns umgebende Energie akkumuliert. Wir scheuen keinen Aufwand und jagen das Feinstoffliche in der rauen Bündner Bergwelt. Der Heizsee verbreitete jeden Winter unangenehme Gerüche, bis Plocher kam. Forscher der EAWAG versuchten, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen und nahmen Proben.
Was nun, wenn die Resultate auf eine Verbesserung hinweisen würden? Wenn das so wäre, dann müssten wir über Bücher. Und dann wäre es natürlich spannend, herauszufinden, was für Mechanismen allenfalls da wirksam sind. Die Forscher nahmen mehrmals Proben vom Grund des Heizsees. Resultat negativ. Zu keiner Zeit während der Behandlung durch Blocher gelang ein wissenschaftlicher Nachweis, dass sich das für die Gerüche verantwortliche Material schneller abbaut. Trotzdem, die Geruchsbelästigung wurde kleiner. Dies ist das Fazit von jährlich durchgeführten Umfragen unter den Anwohnern auf der Lenzer Heide. Den Gerüchen den Kampf angesagt, haben auch die Mitarbeiter im Tierpark Dellhölzli, zum Beispiel bei den Flamingos. Wir haben das Problem, dass die Flamingo-Anlage relativ abgestorben ist. Eigentlich. Also nicht von der Flamingo her, aber von den Kleinlebewesen her. Wir haben festgestellt, dass wir da praktisch keine Nachtflohkrebs, Muckelarven und so weiter mit drin haben. Das führt natürlich zu einer Geruchsbelästigung und wir wollen schauen, dass wir da wieder ein biologisch aktives Gewässer herbringen. Der Berner Tierpark schwört auf die Methoden von Blocher. Doch auch hier weiß man nicht, wie es funktioniert. Der Versuch einer Erklärung. Eine Ahnung. Also das ist sehr schwer, das irgendwie konkret zu beschreiben. Also es ist unsere Umwelt umgeht uns mit Energien, mit Spannungen. Wenn wir draußen im Wald sind, spüren wir irgendwie den Wald. Wenn wir im Bachbett stehen, spüren wir das Bachbett. Und ich denke, die Blocher funktioniert da drin, dass man irgendwo die natürlichen Energieschwingungen von Natur raus kann übertragen in künstlich hergestellte Systeme hinein und somit natürlich das Wohlbefinden, und nicht, also von den Tieren und nicht zuletzt auch von uns Menschen, kann erhöhen damit. Aber wie es genau funktioniert, das haben Sie noch nie gesehen. Nein, wie es genau funktioniert, kenne ich auch nicht. Erklären könnte das Phänomen nur der Wassermann selber. Wir fragen ihn ein letztes Mal. Woher kommt die Energie? Ja, die ist da, nicht? Die ist da und ich habe ein System geschaffen, aufgebaut, wo wir diese uns umgebende Energie nutzen können.